Star Wars hat erneut angedeutet, dass der größte Bösewicht von The Mandalorian, Moff Gideon, das Imperium während der Ära der Neuen Republik heimlich verraten hat. Moff Gideon war ein wichtiges Mitglied des imperialen Rests. Nach dem Fall des Imperiums blieb der imperiale Rest im Schatten verborgen und wartete ab, bis sich der richtige Moment für einen Angriff auf die Neue Republik ergab. Darüber hinaus waren der imperiale Überrest und damit auch der Schattenrat für die erfolgreiche Weiterführung des Projektes Nekromant verantwortlich, das Palpatines Unsterblichkeit und die fortgesetzte Herrschaft über das Imperium sicherstellen soll. Das Projekt Nekromant begann jedoch lange vor dem Fall des Imperiums. Star Wars The Bad Batch, eine direkte Nachfolgerserie von Star Wars The Clone Wars, hat dem Publikum gezeigt, dass Palpatines Besessenheit vom Klonen schon in den frühen Tagen des Imperiums begann. Ursprünglich war die Advanced Science Division des Imperiums unter der Leitung von Dr. Hemlock für die Forschung zuständig. Hemlocks Experimente bewiesen vor allem, dass der Imperator, wenn er einen machtsensitiven Klon wollte, in der Lage sein musste, Midichlorianer zu sammeln, um zu stabilisieren und somit die Macht weiterzuerhalten. Dies warf einige wissenschaftliche Probleme auf, aber es beweist auch, dass Gideon Jahre später nicht die Absicht hatte, ein loyaler Diener des Imperiums zu sein. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Heute besprechen wir, warum Moff Gideon ein Verräter und kein loyaler Diener des Imperiums war. Zur Zeit von The Bad Batch steckte das Projekt Nekromant noch in den Kinderschuhen, aber das Imperium hatte Zugang zu Midichlorian-Ressourcen. Obwohl Palpatine tausende von Jedi getötet hatte, gab es immer noch eine Handvoll geeigneter Subjekte, von denen Midichlorianer geerntet werden konnten. Palpatine und Vader hatten überlebende Jedi inhaftiert und gefoltert, um sie zu Inquisitoren zu machen. Sie als Testpersonen zu verwenden, wäre kein Problem gewesen. In der Ära der Neuen Republik sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Die meisten Jedi, die die Order 66 überlebt hatten, waren zu diesem Zeitpunkt bereits getötet worden und die Inquisitoren gab es nicht mehr. Der Mangel an midichlorianischen Testpersonen während der Ära der Neuen Republik ist der Grund, warum Grogu so wichtig für sie war. Er war die einzige brauchbare Testperson, von denen sie zu dieser Zeit zu wissen schienen, der einzige mit genügend Midichlorianern, um das Projekt Nekromant voranzutreiben. Wenn Palpatine weiterhin mit eiserner Faust regieren wollte, wenn er auch nach seinem Tod die mächtigste Person in der Galaxis bleiben wollte, musste er in der Lage sein, die Macht zu beherrschen. Um Palpatine in all seiner früheren Pracht wieder auferstehen zu lassen, benötigte das Projekt Nekromant Zugang zu einer unendlichen Zahl von Midichlorianern. Wenn wir uns jetzt zurück an Staffel 2 von The Mandalorian erinnern, erinnern wir uns auch daran, dass Grogu tatsächlich einmal von Imperium gefangen genommen wurde. Man könnte hier also denken, dass Gideon die Midichlorianer für die Wiederauferstehung von seinem Herrn Palpatine benutzte. So gab er jedoch selbst in Staffel 3 von The Mandalorian zu, dass dem nicht so war. Gideon wollte nicht nur einen Klon erschaffen von sich selbst, er wollte sich die Macht der Macht zunutze machen, genau wie Palpatine. Während seines Treffens mit dem imperialen Schattenrat in der Mandalorian Staffel 3 versuchte Moff Gideon seine Besessenheit von Klonen zu leugnen, aber später machte er seine Absichten in einem Gespräch mit Din Djarin deutlich. Meine Klone sollten endlich perfekt sein, die besten Teile von mir, aber verbessert durch das, was ich nie hatte, die Macht. Ich wollte das Potenzial, die Macht zu nutzen, isolieren und in eine unaufhaltsame Armee einbauen. Aber wenn das Projekt Nekromant schon so lange in Arbeit war, warum versteckte sich Gideon dann so lange auf Mandalore? Warum hat er seine Forschung und Erkenntnisse nicht mit dem Rat geteilt? Wenn er wirklich für das Wohl des Imperiums gearbeitet hätte, wenn er an Palpatines Recht auf ewige Herrschaft geglaubt hätte, hätte er das anders formuliert und anders gemacht. In The Bad Batch sagt Dr. Hemlock sehr genau, für wen das Projekt bestimmt ist. Für den Imperator. Alles, was er tut, ist für Palpatine. Gideon hingegen scheint das genaue Gegenteil zu sein. Meine Klone, die besten Teile von mir, das Einzige, was ich nie hatte. Wie lange hat er seine Arbeit wohl schon geheim gehalten und hatte er jemals vor, Palpatine zurückzubringen? Es ist möglich, dass Moff Gideon einfach nicht an das Projekt Nekromant geglaubt hat. Wenn er in alle Informationen eingeweiht war, ist es möglich, dass er über den Zustand von Palpatines Genproben Bescheid wusste. Das war nämlich so, dass diese Genproben nicht für immer halten konnten. Egal welcher Midichlorian-Wert hinzugefügt wurde, irgendwann würden diese Proben halt einfach schlecht werden. Vielleicht war Gideon im Laufe der Zeit, als er die Forschung immer wieder scheitern sah, der Meinung, dass der Imperator nie wieder auferstehen würde und dass die Ressourcen des Projektes Nekromant anderweitig verwendet werden müssten. In Anbetracht von Gideons Fixierung auf die Macht und seiner Behauptung, er habe die ganze Arbeit geleistet, ist es wahrscheinlich, dass er das Vertrauen des Schattenrats nutzte, um sich seinen Vorteil zu verschaffen.
Er wollte, was Palpatine hatte. Er wollte die ultimative Macht und er nutzte die schwindelnden Ressourcen des Imperiums, um die perfekte Version seiner selbst zu schaffen. Vielleicht hatte Gideon dem Imperium nach dem Tod des Imperators in die Rückkehr der Jedi-Ritter den Rücken gekehrt und nutzte stattdessen einfach das, was sie ihm bieten konnten, um sich selbst zu verbessern. Aber was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass Gideon vielleicht nicht der treueste Imperiale ist. Wie gesagt, deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo auf diesem Kanal freuen. Und ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und möge die Macht stets mit euch sein.